Gärtner Wienert, bitte ans Rednerpult. Danke. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, schon eine sehr merkwürdige Regierungserklärung, die wir heute hier vom Gesundheitsminister gehört haben. Er spricht sich für die allgemeine Impfpflicht aus, dass die so furchtbar notwendig ist, und verwehrt sich jeglicher Kritik an der Beschaffungspolitik des Ministeriums für Gesundheit und Pflege. Und nur deswegen haben wir auch nicht zufälligerweise einen Untersuchungsausschuss, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich bin echt enttäuscht von dieser Regierungserklärung. Und was ich mir, wenn Sie sagen, Herr Holleczek, wenn Sie sich hierher stellen und sprechen von Verantwortung und dass man diese Verantwortung auch tragen muss, dann stellen Sie sich doch heute mal auch hierher und sagen den Pflegerinnen und Pflegern, den medizinischen Fachkräften da draußen, dass es Ihr Wunsch ist, dass es die CSU und die Freien Wähler sind, die die Impfung der Pflegekräfte, der Menschen im medizinischen Bereich wünschen und durchziehen. Wenn man sich mal die Dringlichkeitsanträge zum heutigen Plenum anschaut, dann ist da auch nichts viel Neues dabei, meistens von der AfD irgendwann mehr abgeschrieben. Die CSU spricht sich für einen vernünftigen Weg aus der Corona-Pandemie aus, meine Damen und Herren. Da schreiben sie beispielsweise rein, Lockerungen an den Hochschulen. Ja, meine Damen und Herren, was haben wir denn letzte Woche erst besprochen gehabt? Kollege Hahn ist da, winkt gerade, ja, völlig zu Recht. Letzte Woche haben wir Ihnen vorgeschlagen, lockern Sie an den Hochschulen. Was haben Sie gemacht? Nein, das geht nicht. Die epidemische Lage lässt es nicht zu. Diese Woche bringen Sie es selber ein. Die SPD hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Sie ist immer noch bei konsequent impfen, wenn sie sich auch weiterhin mit Ihren paar Prozent glücklich schätzen, die Sie hier vertreten, soll es Ihnen recht sein. Aber Sie fordern hier einen Bericht der Staatsregierung von einem Bericht, Herr von Brunn, da kommen Sie nicht weiter, weil nur ein Bericht und die Staatsregierung Sie irgendwas auffordern, das hilft den Menschen draußen nicht. Die Grünen, fast schon zynisch, meine Damen und Herren, auch hier sei Ihnen gesagt, schauen Sie rein ins Verwaltungsprogramm, was wir von der AfD die letzten Wochen und Monate bereits hier zu den psychischen Problemen in Bayern wegen Corona und den Corona-Maßnahmen, das darf man nie vergessen, vorgeschlagen haben, dass man hier in die Gänge kommt. Sie haben alles abgelehnt, was von der AfD kam, weil es ihnen scheinbar nur um Parteipolitik geht und nicht um die Bürgerinnen und Bürger. Und wir können froh sein in Bayern, dass Sie nicht regieren, weil wenn Ihre Maßnahmen gegriffen hätten, wären die psychischen Belastungen für die Bevölkerung noch viel größer gewesen. Und zum Schluss die FDP. Ja, wir haben das epidemische Ende, die epidemische Notlage und deren Ende können wir heute gern beschließen. Das ist kein Problem. Aber, werte Damen und Herren von der FDP, dann sagen Sie doch einmal, was der Plan sein soll, oder entwickeln Sie selber einen Plan. Sie fordern nur die Staatsregierung auf, einen Plan vorzulegen. Das hat Herr Söder bereits gestern gemacht, Herr Hagen. Also sind Sie auch wieder ein bisschen spät dran. Was spricht hier Klartext? Was zeigt hier eine Perspektive auf, meine Damen und Herren? Das ist das 10-Punkte-Programm der AfD zu einem verträglichen Ausstieg aus dieser Corona-Krise und den Corona-Maßnahmen. Meine Damen und Herren, da gehört vollkommen klar eins dazu, was wir seit Wochen und Monaten predigen: Freiwilligkeit und Eigenverantwortung statt Bevormundung und Maßnahmen. Und dazu gehört auch einzusehen, dass die Impf- und Testzentren jetzt überflüssig sind und diese geschlossen werden müssen. Und dann haben wir so abartige Situationen, dass man jetzt hat, zwar wieder an seinen Arbeitsplatz gehen kann, raus aus dem Homeoffice, ja, man kann aber nicht mit dem ÖPNV ohne 3G-Nachweis zur Arbeitsstätte fahren. Die 3G-Regel im öffentlichen Personennahverkehr gehört abgeschafft, und wenn Sie mich persönlich fragen, natürlich auch in allen anderen Zügen. Und dazu gehört auch, meine Damen und Herren, dass die Maskenpflicht jetzt abgeschafft wird. Herr Sauter hat genügend verdient, meine Damen und Herren. Und jetzt brauchen wir uns dann nicht mehr weiter mit rumplagen. Die Leute sind es leid, vor allem an der frischen Luft, in den Schulen, in den Kindertagesstätten, meine Damen und Herren. Die Zeit mit diesen Masken ist vorbei. Wir müssen an die Zukunft denken. Wir müssen diejenigen schützen und weiterhin gut versorgen, die mit Long-Covid bestraft wurden und die jetzt hier ein Leiden haben. Und wir fordern hier beispielsweise eine Corona-Folgen-Stiftung. Eine Stiftung ganz klar deswegen, weil es ja in Deutschland durchaus vorgekommen ist, dass Corona-Gelder am Schluss beim Radwegebau geendet sind. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass diese Gelder dann über diese Stiftung
auch bei den Betroffenen ankommen. Da kommt das Geld hin, wo es auch hilft, meine Damen und Herren. Und dann gibt es noch viele andere Sachen, Grenzübertritt etc. etc. Eins liegt mir noch am Herzen und das sind die Wirtschaftshilfen. Die Wirtschaft hat während Corona am meisten unter ihren Maßnahmen gelitten. Die ganzen Einzelhändler, die pleite gegangen sind, die ganzen Gastronomen, die ihre Existenz verloren haben, meine Damen und Herren. Und da wollen wir jetzt, zumindest beim Ausstieg, eine Kontinuität, dass die Wirtschaftshilfen noch weiter bezahlt werden. Und ein letzter 10. Punkt hat mit Anstand zu tun, meine Damen und Herren. Wer hier Verantwortung fordert, soll sich auch hierher stellen und sich für die überzogenen Maßnahmen, die bayerische Gerichte auch als überzogen bezeichnet haben und entsprechend geurteilt haben, der soll sich auch mal da hierher stellen und entschuldigen. Und es wäre heute eine gute Gelegenheit gewesen für den Herrn Holleczek und für den Herrn Söder. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Ringhardt. Und ich darf zum nächsten Redner kommen. Das ist der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Herr Florian von Brunn. Bitte schön, Herr von Brunn.